Inzwischen scheint es fast schon Tradition zu sein, dass zum Brezelfest in Speyer ein Weltrekord aufgestellt wird. Da wundert es nicht, dass vom Altpörtl bis zum Kaiserdom zünftige Volksfeststimmung herrscht. Nachdem die Speyrer oder vielmehr Speyrerinnen letztes Jahr die Guinness-Medaille für die meisten Dirndlträgerinnen in einem Festzelt gewonnen hatten, spielt auch dieses Jahr die Trachtenmode wieder eine besondere Rolle beim Weltrekordversuch. Was der Speyrer Verkehrsverein sich vorgenommen hat, erklärt der erste Vorsitzende Uwe Wöhlert. Also wir hatten ja im letzten Jahr den Dirndl-Weltrekord, 1973 Damen im Zelt. Und daraus kam die Überlegung, was können wir denn dieses Jahr machen? Thomas Zander und Franz Hammer kamen auf die Idee bei einer Recherche im Internet, dass in Nürnberg bei einer Faschingspolonaise 2664 Menschen unterwegs waren. Das gilt es heute zu überbieten. Der Stimmung kann auch das unbeständige Wetter an diesem Samstag keinen Strich durch die Rechnung machen. Denn Oberbürgermeister Hans-Jörg Eger hat für die Weltrekordler ein gutes Wort bei Petrus eingelegt. Ich muss gestehen, zum Glück hört er nicht auf mich, er macht, was er braucht. Aber hier gibt es sehr viele mehr Speyrer und Umland-Damen und Herren in wunderbarer Tracht. Die haben, ich bin mir sicher, alle dafür gebetet. Und dann wird es trocken sein, nicht zu heiß, nicht zu nass, eine super Strecke und dann haben wir das auch, eine ganz große Freude. Schon am Nachmittag waren die ersten Teilnehmer angereist, um sich den besten Platz in der Warteschlange zu sichern. Und Punkt 18 Uhr ist es dann soweit. Die Polonaise setzt sich in Richtung Brezelfest in Gang. Und auch entlang der Wegstrecke wird fleißig gejubelt und gefeiert. Die Speyrer zeigen sich zuversichtlich. Denken Sie, Speyer ist für den Rekord heute gerüstet? Ich nehme an. Ich darf die gewinnen. Ja, geben sich alle Mühe und machen viel Werbung und deswegen denke ich, dass gerüstet sind. Aber auch die Polonaise-Teilnehmer fiebern dem Weltrekord entgegen und sind bester Dinge. Denken Sie, Speyer holt den Rekord? Auf jeden Fall! Ja, natürlich! Klar. Am Speyerer Rathaus schlängelt sich die Polonaise vorbei bis zur nächsten Zwischenstation, dem mächtigen Kaiserdom. Hier wird selbstverständlich noch einmal eine Ehrenrunde eingelegt. Schließlich hat Petrus ein Einsehen mit den Speyrern, die jetzt auch die Möglichkeit haben, mal ihren Mitstreitern zuzujubeln. Das heizt die Stimmung natürlich weiter an, wie die Zugteilnehmer versichern. Marco, wie ist denn die Stimmung? Sehr geil. Von Ermüdungserscheinungen oder gar ersten Schwächeanzeichen ist bei den Trachtenmodeträgern nichts zu sehen. Es wird fleißig weitergejubelt, gefeiert und Stimmung gemacht, denn es naht die offizielle Zählung der Teilnehmer. Der kilometerlange Lindwurm zieht weiter in Richtung Brezelfest-Eingang. Hier haben die Juroren schon alles aufgebaut, um die Zählung der Teilnehmer durchzuführen. Das Ganze natürlich digital, damit auch kein Teilnehmer durch die Lappen geht. Über den Festplatz bahnt sich der Menschentross seinen Weg in Richtung Festzelt. Hier soll später das Ergebnis verkündet werden. Doch noch ist alles offen. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Ob die Speyrer ihr Bestes gegeben haben, weiß Doris Demmer. Wir haben alles getoppt, was man toppen kann. Uns entstellt kein Wetter und nichts. Wir packen alles. Wir Speyrer halten zusammen. Also ich bin fest überzeugt, dass wir den Weltrekord geschafft haben. Ich kenne aber die genaue Zahl noch nicht. Sie sehen mich also äußerst gefragt und ich überlege, ob das wirklich geklappt hat. Aber die Menschenmenge, die wir am Altpörtl und auf der Maximilianstraße gesehen haben, das muss gereicht haben. Die Spannung in Ihnen steigt von Minute zu Minute. Ich könnte platzen. Bis das Ergebnis feststeht, wird natürlich noch ordentlich gefeiert. Die Speyrer Art und Weise, sich die Zeit zu vertreiben. Die ausgelassene Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, als Howard Bieri mit dem offiziellen Ergebnis die Bühne betritt. Die Zahl ist offiziell da und ich kann euch jetzt schon sagen, nach der Geburt meiner Kinder war das einer meiner schönsten Tage heute. Ihr seid die Besten, unglaublich.
Achtung, Dankeschön. Hier habe ich die Zahl. Wir hätten gebraucht 2664. Hätten wir gebraucht. Wir haben. Das ist so schön. Wir haben 2697. Weltmeister, wieder mal. Sichtlich erleichtert ist auch Thomas Zander vom Verkehrsverein Speyer. Er ist einer der Menschen, die monatelang auf den Rekord hingearbeitet haben. Ich spreche da für das gesamte Orga-Team, für das Dirndl-Lederhose-Komitee. Es waren mehrere Monate richtig harte Arbeit und ich bin jetzt überglücklich und jetzt kann das Brezelfest so richtig beginnen. Jetzt dürfen sich die Sieger erst einmal ausgiebig bis zum nächsten Brezelfest feiern. Denn dann steht hoffentlich ein neuer Rekord an, den es zu brechen gilt, damit aus Ideen wirklich Tradition wird.